Hallo zusammen, willkommen zurück bei Generation Zero. Ja, es geht heiß her. Ich bin gar nicht so weit weg von unserem letzten Punkt, wo wir waren. Und zwar hatte ich jetzt hier noch auf der kleinen Insel einen Unterschlupf gefunden und hatte mich dann von dem Unterschlupf hier zu diesem Fernanleger gemacht. Und da bin ich gerade. Und wartet mal ab, wenn ihr seht, was hier in der Halle los ist. Ich war selbst überrascht. Und ja, ich habe mal geschaut, was ich gerade jetzt aktuell mit hatte. Wird jetzt mein erster Anlauf. Ich habe in das Automatgewehr erstmal die panzerbrechende Munition geladen. Und dann habe ich noch die Handgranaten ausgerüstet. Ich glaube, auf der 6 haben wir die, genau. Auf der 6. Da können wir auch mal testen. 9 Stück haben wir jetzt im Inventar. Ob die gut Schaden machen. So, zuvor müssen wir erstmal eben schauen. Hier draußen rennt jetzt auch noch was rum. Und ich sehe gerade der Rivale. Der kommt jetzt auch noch hier. Auch noch mit dazu. Das kann ja nur... Gott. Oh, oh. Schaffen wir das mit unserem Automatgewehr? Nein, wir schaffen es nicht. Aber fast. Ich habe schon Rauch gesehen. Ja gut, pass auf. Ich belebe mich gleich wieder. Ich hoffe mal, dass er sich noch wegdreht. Dann laden wir nach. Dann versuchen wir das nochmal. War jetzt ein bisschen unglücklich, dass ich gerade im Container stand. Hat gefehlt. Scannt mich denn hier? So, hier in der Halle meine ich. Guckt euch da mal an. Ich glaube drei Stück sind da drin. Jetzt bin ich bloß am Überlegen gerade, was machen wir denn mit diesem Rivalen? So viel Zeit haben wir hier, um zu looten. Nur Munition hat er mit gehabt. Na gut, die Handgranate, das ging. Gott, Gott. Was macht denn er hier? Boah. Den hat's zerlegt. Eine Handgranate. Haben wir das jetzt wirklich geschafft? Uns hat's... Oh, guck mal hier. Hat es vorhin sogar sein Gewehr bis hier reingeschmissen. Hier ist ja was los heute. Ich muss sagen, ich bin begeistert von den Granaten. Entweder war er jetzt angeschlagen, oder die ist wirklich bombastisch. Also richtig gute Sachen haben die leider noch nicht mitgehabt. Lediglich Munition. So ist. Jetzt schauen wir nochmal hier rein. Also vorne lag das noch nicht hier im Weg. Aha.
Okay, so viel dazu. Also die waren vorhin noch drin. Entweder sind sie rausgekommen, rausgebackt. Adrenalinspritze, eine Waffe. Oh, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht überladen. 59. Was hatten wir hier jetzt? Rotpunkt Zieloptik. So, geht gleich weiter. Wir versuchen auch natürlich jetzt den Rivalen Platz zu machen. Wir haben eine echt gute Position hier drin. Ich frage mich aber echt, wie die jetzt hier rausgekommen sind. Die waren vorhin drin, bevor ich das Video gestartet hatte. So, hier haben wir noch eine Granate. Schallnüpfel, Maschinenpistolen. So eine Brennstoffzelle. Vollwandelmunition, Panzerbrechende wären wir lieber. Ah, guck mal, sehr schön, hier ist eine Tür. Da können wir sofort wieder reinrennen, wenn es eng wird. Nehmen wir... Wollen wir eine Falle legen mit einer Brennstoffzelle oder einfach hier mit Handgranaten arbeiten? Das ist so ein... Da sind ja noch mehr unterwegs. Heide Witzka. So. Der ist schon wieder drin hier. Was für eine Streuung. Oh, was denn du? Oh Mann. Wir müssen echt vorsichtiger werden.
Oh nee. In den Container. Ach, komm. Wiederbeleben. Wir müssen raus aus dem Container hier. Schon platt. Granate. Noch eine Granate gefunden. Wie viel Adrenalinspritzen habe ich denn noch? Panzerbrechende Munition. 50er. Keine Ahnung. Ey, ich hab nicht mal. Ich hab noch nicht mal eine Waffe. Für die Munition ist. Kam denn da jetzt da rein? Inventar. Adrenalin. Ach, 7 Stück haben wir da noch. Ich traue mich eigentlich gar nicht raus. Leben. In Deutschland ist schon wieder einer. Gibt's nicht. Was ist hier los? Okay. Attentäter. Das nimmt kein Ende. So, haben wir jetzt noch eine Verschnaufpause. Was ist denn hier? Zerstören die sich? Ah, hier, habt ihr gesehen? Hinter der Wand. Thank you.
waren da jetzt bestimmt schon 6, 7 von den Jägern. Oh, der war schon. Was ist hier los? Die Kleinen. Schauen mal. So, Technikansicht, X war, ja. So, Status 80% hat er. Ist natürlich ein harter Gegner. Den machen sollten. Ich meine, den müssen wir wirklich einen großen Gastank locken. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ist ja noch so ein Jäger. Ach, was ist denn hier los? Okay. Ich würde sagen, geben wir auf. Wenn wir uns jetzt wiederbeleben. Oh, oh. Da ist da irgendwas in die Luft geflogen gerade. Pass auf, wir versuchen das nochmal auf Entfernung. Was ist jetzt hier? Das Zeichen ist ein bisschen buggy. Wenn ich dürfte das jetzt nicht da sein. Ja, ihr habt zwar schon viele Tipps geschrieben, dass man halt von Entfernung snipen sollte, aber die großen Mähdrescher, die Tanks. Ne, ein Tank ist es ja nicht, ist ja so ein. Ja, ein Sammler, ein Mähdrescher halt. Das ist doch schon Hausnummer, also da komme ich mit meinem MG, was ich habe, nicht sehr weit. Das Schlimme ist halt, dass ich wenig Verteidigung gegen seine Raketen habe. Wo ist er denn? Ich wollte mal schauen, ob wir wenigstens etwas mehr Schaden gemacht haben. 80% hat er gehabt vor unserem Angriff. Nein! Ich hätte nicht rennen sollen. 64! Ist Kampf geflohen. Sehr gut.
klingt doch nach einem Jäger schon wieder. Wartet ab. Ah, davon. Da laufen sie rum. Fahrzeug ist zerstört. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, das werde ich jetzt auch machen. Ich glaube, Selbstmordkommando. Explosionsbehälter. So ein Radio hat man. Hat man auch nicht. Ja, wir lassen mal das ganz normale Radio zuweisen. Machen wir hier auf der 5. Mal den kriegen wir weg. Stillhalten. Jetzt? Nee. Da ist mir selbst mein Sunny-Päckchen zu schade. So, da hat er mich besiegt. Und ich gebe mich jetzt erstmal geschlagen. Das ist ja wirklich hier ein Chaos. Ich hoffe, euch hat die kleine Schlacht gefallen. Wenn ihr noch Tipps habt, wie ich solche Rivalen am besten besiegen könnte mit meinen Waffen, die ich momentan habe, dann schreibt es mir noch bitte mal. Und dann hoffen wir, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut.